16. Spielminute. Unhaltbar für Lehmann. Schauen Sie das mal an. Da sehen die Schalker Mandecker wie Standfußballer aus. Lehmann noch dran. Vielleicht hätte er sogar eine Chance gehabt. Aber Leute, der kommt aus vollem Lauf und zieht voll ab. Ronaldo. Neben Ronaldo sind da noch weitere 9 exzellente Feldspieler, die alle die individuellen Fähigkeiten haben, um dieses Spiel alleine zu entscheiden. Und deswegen will er sich einfach nicht auf Ronaldo konzentrieren. Hat gemauert, hat einfach nicht verraten, wer gegen ihn spielt. Aber wir werden es ja gleich sehen und gucken jetzt mal rein in die Aufstellung. Beginnend natürlich mit dem Gast, mit Internazionale Milano. Da sehen Sie also beide Mannschaften. Und ich höre, Hüb Stevens ist unten. Vielleicht verrät er uns ja was. Hüb Stevens, eine fantastische Atmosphäre. Aber natürlich interessiert die ganzen Zuschauer die große Geheimniskrämerei. Wer spielt gegen Ronaldo? Aber ich spiele mit 11 gegen Inter und nicht einer gegen Ronaldo. Natürlich, Ronaldo wird genommen in die Position. Und wer da in der Position ist, der nimmt Ronaldo. Wer dann auch. Stimmt unsere Information, dass das vor allem Yves Eigenrauch sein wird? Ja, das kann auch Marco Kurs sein, kann auch Marco van Houtdalen sein. Danke. Also zumindest ein paar Informationen, dass die Mannschaftsaufstellung von Inter Mailand. Trainer Simoni hat da überhaupt nicht gemauert, hat gestern schon gesagt, wer spielt. Auch da die Innenverteidigung verändert. Bergomi, der Libero hinter der Dreierkette. West neu in der Mannschaft. Im Mittelfeld mit der 13. C. Elias, den Mann kennen Sie vielleicht, hat in Leverkusen gespielt noch letzte Saison. Und ganz vorne Zamorano und natürlich Il Fenomeno, wie sie in Italien rufen, Ronaldo. Uns bleibt noch die Zeit, auf die Aufstellung von Schalke 04 zu gucken an einem festlichen Fußballabend. Stimmung im Gelsenkirchener Parkstadion natürlich vom allerbesten. Also, so haben wir es jetzt mal hier zu Papier gebracht. Olaf Thon, der Libero, ist klar. Lehmann im Tor, auch das ist klar. Wahrscheinlich in der Innenverteidigung Kurz und Eigenrauch. Und auch Van Hoogdalem soll die Kreise von Ronaldo einschränken. Dazu dann Nemec, Latal und Büskens im Mittelfeld. Und Eichelkamp mit der 18 kann neben Martin Max stürmen. Das also ist er. Ronaldo, bürgerlich, Luis Nazario da Lima, erst 21 Jahre alt und schon zweimal Weltfußballer des Jahres, 96 und 97. Vielleicht die letzte Flanke, Zanetti, Ball nicht im Seitenaus. Das ist natürlich Zeit für Inter Mailand. Schiedsrichter macht aber keine Anzeichen, das Spiel schon beenden zu wollen, Van Hoogdalen. Gosens, Michael Gosens, ja, gibt's denn das? Das ist ja unfassbar! 93. Spielminute, Michael Gosens! Wer hätte das gedacht? Die Verlängerung ist so gut wie erreicht! Michael Gosens heißt der Goldjunge. Hier haben Sie ein großes Bild. 92,5 Minuten gespielt. Und der Junge zieht ab vom Strafraum weg. Und keine Chance für Pagliuca. Ein Wahnsinnsding. Unfassbar, was hier abläuft. Liebe Zuschauer. Das ist ein Ding. Also da hält hier keinen mehr auf den Sitz. Michael Gosens. Il rigore dello Schalke intasata. Parte il cross di Coe. E c'è il gol di Taribo West, se non sbaglio. Taribo West va in gol, incredibile. Pareggio di Taribo West. Dopo un primo e 7 secondi
nel corso del primo tempo supplementare. La danza tutta nigeriana con Taribo West e Kanu, e l'Inter pareggia. Prima azione offensiva dei nerazzurri, colpo di testa, rivediamo ancora. Coe nel mucchio, un mucchio selvaggio in area di rigore dello Schalke, la testa di Taribo West, e come a Bergamo in occasione del campionato.